Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und im heutigen Video reden wir vor allem über Season 1. Da gibt es endlich die ersten bestätigten Informationen. Wir haben einen konkreten Livestream-Termin und außerdem einen neuen PC-Patch, der viele Probleme beheben sollte, die seit 1.03 vorhanden sind, gerade bei Abstürzen und so weiter. Außerdem gehen wir alle bestätigten Details durch, die in Season 1 kommen werden und danach, was ich noch so erwarte und warum ich denke, dass Season 1 für so viele Leute ein wichtiger Punkt sein wird, der darüber entscheidend sein kann, ob die Leute lange dranbleiben werden und ob sich Diablo 4 auf dem Live-Service-Markt etablieren kann. Aber jetzt erstmal zum Entwickler-Livestream, der ist für den 6. Juli geplant, mit folgender Nachricht auf Twitter. Nächsten Donnerstag haben wir einen großen Entwickler-Update-Stream für die Diablo-Familie. Wir sprechen über die neue Klasse, die in Diablo Immortal kommt und über Season 1 in Diablo 4. Viel, viel zu erzählen. 6. Juli, bei uns ist das 20 Uhr am Abend, das wird auf Twitch und auf YouTube übertragen. Ich werde das Ganze auch wieder live streamen und darauf reagieren, deswegen ihr könnt mir gerne folgen auf Twitch. Ich heiße da Kartoffelstreams, ich werde dann auch live sein und ich werde auch morgen nochmal live gehen für die letzte Chance auf Drops, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Gerade läuft die letzte Woche der Twitch-Drops an, da gibt es noch bis zum Montag 9 Uhr in der Früh die Möglichkeit, dass ihr einen Waffenskin oder einen Rucksack für die Barbarenklasse bekommt und gleichzeitig noch im Supporter-Streamer-Programm ein Pferdchen, wenn ihr da 2 Abos verschenkt, also keine Prime-Abos, sondern wirklich mit eigenem Geld gekauft Abos verschenkt. Aber wie gesagt, ist nun ein Pferdeskin, der nicht mal so toll aussieht, könnt ihr also auch ignorieren, aber die Twitch-Drops für den Barbaren sind gratis, da müsst ihr einfach nur ein paar Stunden zugucken, könnt ihr gerne auch bei mir machen, wie gesagt, morgen nochmal live für die letzte Chance, die abzustauben. Am Montag ist es dann vorbei und vielleicht wird auch im Entwickler-Livestream darauf nochmal eingegangen, ob wir da noch weitere Sachen zu Season 1 erwarten können. Aber wo wir gerade schon von Season 1 sprechen, ein paar weitere Informationen zum angekündigten Entwickler-Livestream gibt es noch und zwar wurde in einem Blogpost dazu Folgendes geschrieben. Der Livestream beginnt mit einem ausführlichen Bericht von Senior Narrative Designer Ryan Quinn und Lead User Experience Designer Chris Liao zur monströsen neuen Klasse, die Mitte Juli in Diablo Immortal verfügbar sein wird. Aber keine Sorge, Diablo Immortal wird insgesamt nur einen kleinen Teil des Streams ausmachen. Zur Zeitaufteilung kommen wir gleich noch. Und danach wird unser Moderator und Community Manager Adam Fletcher mit Joseph Pipora und Timothy Ismay die erste Season von Diablo 4 vorstellen, sowie kommende Verbesserungen des Spielkomforts ankündigen. Spielerinnen werden die Gelegenheit erhalten, am Ende des Livestreams unseren Entwicklern während einer Live-Fragerunde weitere Fragen zu stellen. Also wieder eine kleine Q&A-Sektion, hoffentlich mit ein paar neuen Erkenntnissen, die ich dann für euch zusammenfassen kann. Und ja, natürlich wird es danach auch wieder ein YouTube-Video dazu geben, nicht nur die Live-Reaktion. Und falls ihr das Ganze direkt angucken wollt, im Ganzen würde es auch wieder ein VOD zum Stream geben und auch 2 weiterführende Artikel mit Informationen, die möglicherweise im Stream keinen Platz mehr hatten. Und jetzt zur Zeitaufteilung, hier sagt Adam Fletcher, in den ersten 15 Minuten wird Diablo Immortal und für den Rest der Show Diablo 4 auf dem Programm stehen. Das wird eine lange Show, also erwarte ich mindestens 60 Minuten für den Programmplan. All das wird auch wieder live sein, also werden wir zwischendurch einen kurzen Austausch zwischen den Entwicklern und der Community haben. Wie gesagt, ich hoffe darauf, interessante neue Infos und spitzfindige Fragen aus der Community dann hoffentlich auch eine Antwort finden. Und zu Diablo Immortal, zur neuen Klasse, wissen wir auch schon, dass das was komplett Neues sein wird. Hier haben wir den ersten Teaser von, ja, das wurde auf Diablo Unsterblich übersetzt, also von Diablo Immortal. Neues Blut kommt zu Diablo, bist du soweit? Und wie gesagt, das wird eine Klasse, die es so noch nie in Diablo gab. Die ersten Gerüchte deuten auf sowas wie einen Vampir hin. Hier sehen wir auch schon dieses rote Auge. Also mal gucken, was da auf uns wartet. Bei Diablo 4 wird es allerdings keine neue Klasse so schnell geben, auch wenn es da ein bisschen Verwirrung aus der Community gab. Zum Beispiel hat jemand auf Twitter gesagt, es steht hier, dass es sowohl eine neue Klasse für Diablo Immortal als auch für Diablo 4 geben soll. Und darauf sagt der Community Manager, nee, das steht da allerdings gar nicht. Es steht nur da, dass Diablo Immortal neue Klasse bekommen wird und die Season 1 für Diablo 4 angekündigt wird. Also keine Verwechslung bitte. Leider bekommen wir die nächste Klasse für Diablo 4 vermutlich erst mit der ersten Erweiterung und ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr noch auf dem Programmplan steht.
Darüber wurde auf jeden Fall noch nichts Konkretes gesagt. Aber sobald es soweit ist, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und Rod Ferguson hat auch mal im Interview bestätigt, dass er am liebsten und seine Entwickler auch für Diablo 4 eine komplett neue Klasse erstmal bringen würden. Und er weiß, Mönch und Paladin sind super beliebt. Da würden sich die Leute extrem darauf freuen. Aber er möchte erstmal etwas machen, das es so noch nicht gab. Mit den ersten 5 Klassen hat er ja die Nostalgie und Grundbedürfnisse der Diablo-Community ganz gut abgedeckt. Jetzt wäre mal ein frischer Wind auch angebracht. Wie gesagt, jetzt ist der Vampir schon weg. Brauche ich aber auch gar nicht in Diablo 4. Klingt eher ein bisschen kurios. Aber vielleicht sowas wie ein Dämon oder ein Erzengel? Ich habe da auf jeden Fall ein paar interessante Vorschläge auch von euch schon gelesen. Generell zu den Seasons dürfen wir aber auf jeden Fall jedes Mal einen Entwickler-Livestream erwarten. Das hat der Community Manager auch hier gesagt. Auf die Aussage, großartige Kommunikation. Ich liebe auch das Live-Format dieser Updates. Hoffentlich geht das von Season zu Season weiter. Und darauf sagt der Community Manager, der Plan ist auf jeden Fall Streams für jede Season zu haben. Wir werden aber auch mehr Streams dazwischen machen. Also zwischen den Seasons, wenn es mal wieder ein Campfire-Chat gibt mit so ein paar Kritik oder Feedback von der Community, dass sie darauf nochmal gebündelt eingehen können. Das hat auch beim letzten Mal ganz gut geklappt. Im Prinzip alles, was bei Patch 1.03 kam, kam ja aus Kritik von der Community. Deswegen, das machen sie schon ganz gut, finde ich. Und darüber hinaus, was die Seasons betrifft, erwarte ich auf jeden Fall, dass wir mehr fürs Endgame bekommen müssen, denn da ist momentan das Problem. Ich meine, ab Mitte, Ende Juli soll ja diese Season kommen und dann auch alle 3 Monate. Also 3-mal so lang läuft eine Season, wie wir jetzt seit Release haben. Jetzt ist so der 1. Juli, also ziemlich genau 1 Monat, seitdem das Spiel im Early Access rauskam. Und einige machen jetzt schon Pause, weil sie alles gesehen haben, was das Endgame zu bieten hat. Manche sind ja auch schon auf Level 100, aber selbst auf Level 70, 80 hatten eigentlich alles gesehen. Weltenstufe 4 hat halt keine neuen Endgame-Inhalte mehr. Und da brauchen wir dringend mehr Abwechslung und Möglichkeiten, um alles frisch zu halten und die Spieler länger zu fesseln. Und Season 1 wird deswegen die zukünftige Richtung ganz gut andeuten und ob es sich als Live-Service eben auch halten kann. Bei Diablo 3 als Vergleich haben wir nach 2 Jahren die erste Season erst bekommen und dann 20 Stück insgesamt. Die waren auch immer und immer besser und das Ganze sogar ohne Ingame-Shop oder Battle Pass. Da es das jetzt allerdings sogar gibt, sollten die Entwicklungskosten gesichert sein, sodass man auch mehr erwarten sollte als bei den Diablo 3 Seasons. Also da sollte es wirklich neben Endgame-Inhalten auch weitere spannende Themen geben, Questlines, aber auch Mechaniken, die eben das Spiel frisch halten. Es soll sowieso auch mehr Legendaries und Uniques geben, also auch mehr, was man farmen kann. Was auch zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, wenn man nicht unbedingt andere Sachen anbieten möchte als Albtraum-Dungeons. Wenigstens mehr Weltenstufen, auch Weltenstufe 5 und 6, mehr Challenges dazwischen, dass man nicht nur Elias auf Stufe 70 hat und über Lilith auf Level 100, sondern auch mehr so richtige Meilensteine, die man erreichen kann, auf die man hinarbeiten kann und vielleicht auch mehr Möglichkeiten, sich zu verbessern. Denn momentan, wenn man einmal Weltenstufe 4 erreicht hat und sich da ein paar vermachte Items besorgt hat, dann kann man sich schon sein Bild so zusammenbauen, dass er sich im Prinzip zwischen Level 80 und 100 gar nicht mehr verändert. Und da braucht man einfach noch mehr Möglichkeiten, sich wirklich verbessern zu können, auch während des Endgames noch. Also eine Weltenstufe mehr oder 2 würde auf jeden Fall helfen. Aber auch mehr Abwechslung zum Beispiel bei den Siegeln. Nicht nur nervige Mechaniken, vielleicht auch mal was Lustiges machen. Hier zum Beispiel ein ganz guter YouTube-Kommentar, der das zusammenfasst. Das, was Albtraum-Dungeons brauchen, ist meiner Meinung nach, dass nicht jeder Affix darauf ausgelegt ist, dich zu bestrafen oder zu verlangsamen. Wo sind die Lustigen, die 5 bis 6 Schatzgoblins hinzufügen oder alle Elite-Gegner gegen Miniaturschlechte austauschen, die mit Elite-Gesundheit rumlaufen? Es gibt so viele positive, zufällige Dinge, mit denen du über das Verbrennen von Ressourcen hinausspielen könntest. Und das muss man wirklich nochmal betonen. Ab einem gewissen Punkt hast du alle möglichen Siegelkombinationen gesehen. Und danach läuft es eigentlich darauf hinaus, dass sich die meisten davon immer nur antreiben, möglichst schnell durchzulaufen. Es gibt wenige, die dich auch belohnen, dass du länger im Dungeon bleibst. Zum Beispiel das Monsterportal ist ein gutes Beispiel dafür. Das finde ich ganz cool, aber man musste auf jeden Fall noch mehr mit diesen Siegeln spielen. Vor allem, wenn die Albtraum-Dungeons so einen großen Teil
vom Diablo 4 Endgame einnehmen sollen, wie das die Entwickler momentan geplant haben. Also von mir aus auch nur mehr Abwechslung in die Siegel reinbringen. Zum Beispiel auch, dass sich das Layout verändert, während du durch den Dungeon läufst. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber was Quality of Life angeht, da erwarten wir auch einiges für Season 1. Was schon bestätigt ist, ist ja, dass man die Karte nicht nochmal aufdecken muss und die Lilith-Statuen ebenfalls aufgedeckt bleiben, sobald die Season 1 rüberrollt. Dann auch fürs ewige Reich, also sobald ihr nach Season 1 dann einen Zweitcharakter erstellt, bleibt alles aufgedeckt und das Ansehen dafür bekommt ihr auch. Und die Monsterdichte soll ebenfalls in Season 1 nochmal erhöht werden, das wurde schon bestätigt, und genauso, dass die Materialien vom Limit her angehoben werden. Aber was wir hoffentlich noch bekommen, ist zum Beispiel ein Loot-Filter, der wurde auch angekündigt, also dass man sich in der Kiste zum Beispiel nicht nur mehr Platz erkaufen dürfte, sondern auch, dass man da besser nach Items sortieren kann und dass man Loadouts bekommen soll. Das ist nicht unbedingt für Season 1 geplant, aber hoffentlich besser früher als später, dass man sich also auch seine Builds abspeichern kann, auch mehrmal ausprobieren kann, ohne ständig alles manuell, gerade im Paragon-Brett, zurücksetzen zu müssen. Das ist halt das Nervige, also hoffentlich auch für die Skills ein Loadout und nicht nur für die Rüstung. Aber auch die Möglichkeit, Pets zu haben, die zum Beispiel für einen das Gold einsammeln, wurde schon angesprochen. Ob das in Season 1 schon kommt, ich wage es mal zu bezweifeln, denn auch die Edelsteinveränderung wird noch bis Season 2 dauern. Also vermutlich sind so größere Sachen dann erst in späteren Seasons geplant. Aber auch zum Beispiel, dass man einen Gruppenfinder hat. Auch das wurde schon besprochen und das wurde schon bestätigt, dass das kommen soll. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass man sich für Dungeons oder ähnliche Aktivitäten dann direkt eine Gruppe zusammensuchen kann. Aber auch generell mehr Abwechslung bei den Monstern selbst, also dass es mehr Monstertypen geben soll. Das ist dann eben so eine Sache, die über die Seasons hinaus immer weiter entwickelt wird. Und das betonen sie auch immer wieder, der Release war erst der Anfang. Also sie müssen halt wirklich mit Season 1 und den darüber hinaus folgenden abliefern. Und gerade mit Season 1, das ist für viele ein Make-it-or-break-it-Punkt. Wenn das langweilig ist, dann werden viele erstmal aufhören und ich bezweifle mal, dass die dann die nächsten Seasons so krass im Blick behalten werden und da permanent zurückkommen. Also für Live-Service-Game ist es schon wichtig, da auch immer wieder neue spannende Inhalte zu liefern, aber auch nie wirklich nachzulassen. Übrigens gab es ja jetzt auch den PC-Patch, da ja viele Probleme damit hatten, dass das Spiel immer wieder abstürzt seit Patch 1.03. Und da wurde gefragt, hey Adam, gibt es eigentlich was Neues über die Absturzprobleme seit 1.03? Bitte lasst uns da nicht im Dunkeln, es ist Wochenende und Hunderte bzw. Tausende von Spielern können nicht richtig zocken. Und hier sagt er, sobald ich ein Update habe, werde ich die Spieler in den Foren darüber informieren. Ich lasse niemanden im Dunkeln. Das Team arbeitet und testet immer noch an Gegenständen, also gibt es tatsächlich einfach kein Update, das über das von mir bereitgestellte hinausgeht. Aber es hat oberste Priorität. Und kurz darauf ist auch schon so geschehen. Vor einigen Stunden ist der PC-Kleinpatch für Diablo 4 rausgekommen. Und der soll dazu beitragen, einige Absturzberichte zu beheben, die wir seit 1.03 Anfang dieser Woche gesehen haben. Das Team überwacht weiterhin andere zugehörige Absturzberichte. Also falls ihr immer noch welche haben solltet, dann schreibt das am besten in die Foren mit den genauen Fehlermeldungen und so weiter, dass das Team auch weiter dran arbeiten kann. Hier nochmal der genaue Patchverlauf. Und hier steht eben bei 1.03a, für den PC, es wurden mehrere Fälle behoben, in denen der Diablo 4 Client im Spiel abstürzte. Also hoffentlich habt ihr jetzt ein beruhigtes Wochenende, denn gerade für Hardcore-Charaktere ist ja so ein Server-Disconnect manchmal schon der sichere Tod. Wie wir schon gesehen haben, beim ersten Spieler auf der Welt, der einen 100er Hardcore-Charakter hatte, der dann tatsächlich durch einen Disconnect gestorben ist. Und dieser Disconnect-Schutz, dass man dann automatisch, wenn man einen Serverabsturz erlebt, die Scroll of Escape benutzt, das soll erst in Season 2 kommen. Solange seid ihr immer wieder gefährdet, solange es noch Serverprobleme gibt. Und hierzu passend noch zum Schluss eine ganz witzige Story. Und zwar ist vor kurzem ein Hardcore-Charakter auf Level 80 von einem Loot-Goblin gestorben. Und normalerweise sind die ja völlig harmlos, können sich überhaupt nicht wehren, höchstens mal weglaufen und droppen dafür ziemlich geile Sachen. Aber dieser hier ist halt mit dem Affix im Nightmare Dungeon gestorben, dass man danach so eine Blutexplosion erlebt von den Gegnern. Und da ist natürlich dann der Hardcore-Spieler ja, ruhigen Gewissens einfach mal zum Loot gelaufen und hat ganz vergessen, dass es da ja noch diese Explosion gibt. Also, mittlerweile sterben sogar Leute schon an Loot-Goblins. Auf jeden Fall
eine Feel-Good-Story für den Schluss. Das war's aber erstmal von meiner Seite. Schreibt mir gerne eure Erwartungen und Meinungen zu Season 1 in die Kommentare. Ich würde mich an dieser Stelle erstmal verabschieden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. United Potatoes, United Potatoes.